Es ist soweit. Bayer Leverkusen gegen Schachtar Donetsk. Hallo und willkommen von mir, Wolf Fuß und Hansi Küpper. Hallo Hansi. Die UEFA Champions League-Hymne lässt Fußballherzen höher schlagen. Los geht's! Bayer Leverkusen gegen Schachtar Donetsk. Macht er gut! Gut abgefangen. Voll abgezogen! Alex Teixeira. Und der Rückpass ins Zentrum. Alan Pate. Er ist mit dabei. Er wartet auf die Flanke. Optionen gab es da genug. Nur die Hereingabe war nicht gerade das Gelbe vom Ei. Versucht ihn da durchzuspielen. Die Fahne bleibt unten. Und einfach weit weg. Hier ist Sackgasse. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Spahic.15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Kostas Stafilidis. Shevchuk steht gut und ist zur Stelle. Stark gemacht, der Konter läuft. Da treibt er den Ball weit vor. Und er haut ihn hinten raus. Stepanenko. Es sieht gut aus. Und abgefangen. Starker Hut. Nee, der Ball ist weg. Spahic. Lars Bender. Jetzt aber! Starke Ballkontrolle. Da verliert er das Leder.
Kostas Stafylidis. Kostas Stafylidis. Das kann interessant werden. Aus der Aktion wird nichts. Foulspiel, Freistoß. Lars Bender. Gut gemacht, gut abgefangen. Söhner. Douglas Costa. Stepanenko. Alex Teixeira. Kostas Stafylidis. Jetzt ist Übersicht gefragt. Er ist ein klasse Stürmer, der für Torgefahr pur steht. Und sie lassen ihm alle Freiheit der Welt im 16-Meter-Raum. Absolut unverständlich. Lars Bender. Kostas Stafylidis. Sydney Sam. Abgefangen. Douglas Costa. Luis Adriano. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Und er schießt. Schade, nur der Pfosten. Kostas Stafylidis. Und mit dem Pausenpfiff des Unparteiischen gehen wir jetzt in die Pause. Keine der beiden Mannschaften hat es geschafft, ein Tor zu erzielen, also mit einem 0-0. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Stepanenko. Alan Patrick. Das war in der Tat Foulspiel und deshalb gibt es den Freistoß. Luis Adriano. Er schickt ihn an die Grundlinie und sie spielen den weiten Ball. Und er zieht ab. Mutig, mutig. Sie suchen den Abschluss. Wenn es hier so weitergeht, gibt es eine unterhaltsame zweite Halbzeit. Jetzt aber ein kraftloses Schüsschen. Gefahr fürs Tor. Gute Hereingabe, aber leider schafft es der Ball nicht ins Tor. Die hohe Kunst des Flankens. Absender und Adressat verstehen sich perfekt. Hübschmann. Kostas Stafylidis. Bahic. Pass weit nach vorne. Sydney Sam. Gute Möglichkeit zu flanken. Ein Kopfball. Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Schachter Donetsk. Auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Bahic holt ihn sich im Handumdrehen zurück. Sydney Sam. Er versucht es alleine. Und jetzt schießt er.
Da ist es passiert. Endlich wird hier abgeliefert. It's up to you, Hansi. Was hältst du von diesem Tor? Völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum. Und wenn man ihm diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch. So wie in dieser Situation. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Das ist ja nicht das erste Mal. Wenn er so eine Chance bekommt, dann ist er schlicht und einfach Mr. Zuverlässig. Ein Schuss aufs Tor. Das war knapp. Gut gemacht. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Stepanenko. Und ein Pass in Richtung Grundlinie. Der ist schön durchgekommen. Ich dachte auch erst kein Abseits, aber der Schiedsrichter hat alles richtig gesehen. Kostas Stafylidis. Ein langer Ball nach vorn. Das wird ein Einwurf. Kutsche. Und Flankenwechsel. Alan Patrick. Das war ein Foul. Er zieht aufs Tor. Das war ein vorsichtig formuliert optimistischer Versuch, um aus dieser Distanz zu treffen. Da muss mehr kommen. Sydney Sam. Stark durchgesetzt und jetzt hat er Platz. Versucht die Gasse zu finden. Eiskalt verwandelt. Jetzt liegen sie mit 2 Toren vorn. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi Küpper? Formulieren wir es positiv. Das haben sie schön herausgespielt. Formulieren wir es negativ. Wieso kommt der so frei zum Abschluss? Und damit steht es 2:0. Also ich lege mich mal fest, mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen, um am Ende diese Partie nicht zu gewinnen. Sydney Sam. Schon läuft der Gegenangriff. Den hat er. Der Assistent lässt die Fahne unten. Da hält er drauf. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut. Das sah auch nicht schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Oh, der Gegner hat ihn. Stepanenko. Alex Teixeira. Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Kostas Stafylidis. Den hat er sich schön geholt. Ich bin gespannt, was er daraus macht. Der muss sitzen.
Und damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Das kann interessant werden. Kostas Stafylidis. Gutes Defensivverhalten. Söhne. Durch die Abwehr. Ob er nach hinten zieht? Ja, das Ding haben sie platzen lassen. An der Eckfahne. Er kriegt den Ball. Und jetzt versucht er's. Sydney Sam. Die letzten 5 Minuten dieses Spiels laufen. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Chance zu flanken. Die Flanke ist keine Gefahr. Kostas Stafylidis. 4 Minuten zusätzlich bis zum Schlusspfiff. Es sieht gut aus. Und aufs Tor. Den holt er sich. Ah, Posten. Und noch ein Versuch. Schäfchuk. Das Tackling wurde als unfair bewertet. Freistoß. Der ist schön durchgekommen. Sie bekommen einen Einwurf. Ah, gute Verteidigung. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Sie haben das Spiel in nahezu jeder Phase beherrscht. Insofern ist das Ergebnis die logische Folge. Das war ein sehr unterhaltsames Fußballspiel. Es war ein Vergnügen zuzuschauen. Es bot alles. Aufregung, Spannung und Spiel. Und das war's für heute. Hansi Küpper und Wolf Fuß wünschen Ihnen noch Versucht ihn da durchzuspielen. Die Fahne bleibt unten. Und einfach weit weg. Hier ist Sackgasse. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Spahic.15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Kostas Stafylidis. Schäfchuk. Steht gut und ist zur Stelle. Stark gemacht. Der Konter läuft. Da treibt er den Ball weit vor. Und er haut ihn hinten raus. Stepanenko. Es sieht gut aus. Und abgefangen. Stark geholt. Nee, der Ball ist weg. Spahic. Lars Bender. Jetzt aber!
Starke Ballkontrolle. Da verliert er das Leder. Kostas Stafilidis. Kostas Stafilidis. Das kann interessant werden. Aus der Aktion wird nichts. Foulspiel, Freistoß. Lars Bender. Gut gemacht, gut abgefangen. Söhner. Douglas Costa. Stepanenko. Alex Teixeira. Kostas Stafilidis. Jetzt ist Übersicht gefragt. Er ist ein klasse Stürmer, der für Torgefahr pur steht. Und sie lassen ihm alle Freiheit der Welt im 16-Meter-Raum. Absolut unverständlich. Lars Bender. Kostas Stafilidis. Sydney Sam. Abgefangen. Douglas Costa. Luis Adriano. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Und er schießt. Schade, nur der Pfosten. Kostas Stafilidis. Spielzeit. Und mit dem Pausenpfiff des Unparteiischen gehen wir jetzt in die Pause. Keine der beiden Mannschaften hat es geschafft, ein Tor zu erzielen, also mit einem 0-0. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Stepanenko. Alan Patrick. Das war in der Tat Foulspiel und deshalb gibt es den Freistoß. Luis Adriano. Er schickt ihn an die Grundlinie. Und sie spielen den weiten Ball. Und er zieht ab. Mutig, mutig. Sie suchen den Abschluss. Wenn es hier so weitergeht, gibt es eine unterhaltsame zweite Halbzeit. Jetzt aber ein kraftloses Schüsschen. Und ein Pass in Richtung Grundlinie. Der ist schön durchgekommen. Ich dachte auch erst kein Abseits, aber der Schiedsrichter hat alles richtig gesehen. Kostas Stafilidis. Ein langer Ball nach vorn. Das wird ein Einwurf. Kutsche. Und Flankenwechsel. Alan Pate. Das war ein Foul. Er zieht aufs Tor. Das war ein vorsichtig formuliert optimistischer Versuch, um aus dieser Distanz zu treffen. Da muss mehr kommen. Sydney Sam. Stark durchgesetzt und jetzt hat er Platz. Versucht die Gasse zu finden. Eiskalt verwandelt. Jetzt liegen sie mit zwei Toren vorn.
Was sagst du zu diesem Tor, Hansi Küpper? Formulieren wir es positiv. Das haben sie schön herausgespielt. Formulieren wir es negativ. Wieso kommt der so frei zum Abschluss? Und damit steht's 2:0. Also ich lege mich mal fest, mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen, um am Ende diese Partie nicht zu gewinnen. Sydney Sam. Schon läuft der Gegenangriff. Den hat er. Der Assistent lässt die Fahne unten. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut, das sah auch nicht schlecht aus, aber... Es ist soweit. Bayer Leverkusen gegen Schachtar Donetsk. Hallo und willkommen von mir, Wolf Fuß und Hansi Küpper. Hallo Hansi. Die UEFA Champions League-Hymne lässt Fußballherzen höher schlagen. Los geht's! Bayer Leverkusen gegen Schachtar Donetsk. Macht er gut! Gut abgefangen. Voll abgezogen! Alex Teixeira. Und der Rückpass ins Zentrum. Alan Pate. Er ist mit dabei. Er wartet auf die Flanke. Optionen gab es da genug. Nur die Hereingabe war nicht gerade das Gelbe vom Ei. Gefahr fürs Tor. Gute Hereingabe, aber leider schafft es der Ball nicht ins Tor. Die hohe Kunst des Flankens. Absender und Adressat verstehen sich perfekt. Hübschmann. Kostas Stafylidis. Bahic. Pass weit nach vorne.
Sydney Sam. Gute Möglichkeit zu flanken. Ein Kopfball. Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Schachter Donetsk auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Spahic holt ihn sich im Handumdrehen zurück. Sydney Sam. Er versucht es alleine. Und jetzt schießt er. Da ist es passiert. Endlich wird hier abgeliefert. It's up to you, Hansi. Was hältst du von diesem Tor? Völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum. Und wenn man ihm diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch. So wie in dieser Situation. Sie gehen mit 1:0 in Führung. Das ist ja nicht das erste Mal. Wenn er so eine Chance bekommt, dann ist er schlicht und einfach Mr. Zuverlässig. Ein Schuss aufs Tor. Das war knapp. Gut gemacht. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Stepanenko.